Listen to me now. Sprechen wir bereits von Post-Privacy oder gibt es noch eine Chance auf Privatsphäre im digitalen Zeitalter? Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Seit Wochen und Monaten hören wir dauernd nur über die DSGVO. Wir wenden uns aber heute dem zu, was dahinter steht. E-Privacy. Welche Gefahren und welche Chancen gibt es für uns? Was bedeutet es für die Werbewirtschaft und die Medien? Stehen wir am Ende des kommerziellen Internets oder am Beginn einer transparenten Serviceökonomie? All diesen Fragen wenden wir uns heute zu. Bei den Digital Business Trends, der gemeinsamen Veranstaltungsreihe von APA und Styria Digital One. Sarah Spiekermann steht im Institut für Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik der WU Wien vor. Sie hat eine Vielzahl an Artikeln und Büchern zum Thema Privacy und Kontrolle im digitalen Raum veröffentlicht. Die Wissenschaftlichkeit von Big Data steht einfach zur Debatte. Ich stelle die Hypothese auf, dass wir in einer Big Data-Illusion leben und dieses Thema kolossal überschätzen und dementsprechend Gefahr laufen, falsche Entscheidungen darauf zu basieren. Christoph Truppe ist Spezialist für technologische Themen mit Fokus auf Digital Marketing und Lead der Mindshare Unit FAST. Es wird einerseits Daten geben mit Personenbezug, die mehr Qualität aufweisen als in der Vergangenheit. Und andererseits wird es weiterhin kontextuelle Umfeldbeziehungen geben, beziehungsweise auch den fixen Moment, den man erreichen kann. Und dieses Dreieck sozusagen, dieses Online-Marketing-Dreieck, ist eigentlich der Weg weiterhin zum Erfolg. Marlene Auer ist Herausgeberin und Chefredakteurin der Medien Horizont, Bestseller und Update des Manstein Zeitschriftenverlags. Datenschutz ist in digitalisierten Zeiten wichtiger denn je. Es geht um den goldenen Mittelweg. Es geht darum, dass Medien ihre Finanzierungsgrundlage brauchen, entweder durch Paid Content oder durch ausgespielte Werbung. Und User sollten auch daran denken, dass Medien sich finanzieren müssen, weil sonst gibt es sie eines Tages vielleicht nicht mehr. Für Wien Energie Geschäftsführer Peter Gönnitzer ist die Datenschutzgrundverordnung als eine begleitende rechtliche Konsequenz der Digitalisierung des Unternehmens selbstverständlich. Digitalisierung ist eine der wichtigen Voraussetzungen zum Gelingen der Energiewende. Warum ist das so? Weil die vielen dezentralen Einheiten, die entstehen, zum Beispiel die Photovoltaikanlage am Dach und so weiter, in Zukunft miteinander kommunizieren müssen. Und das ist nur möglich mit digitalen Systemen, sodass man das Gesamtsystem orchestrieren kann. So kann man sagen, dass die Digitalisierung die Energiewende erst ermöglichen wird. Sascha Jung ist Rechtsanwalt und Partner bei Young Weiler Operenyi Rechtsanwälte, der österreichischen Kanzlei des Deloitte Legal Netzwerks. Datenschutzrecht ist eines seiner Spezialgebiete. Ab 25.05. wird die Datenschutzgrundverordnung anwendbar sein. Es wird wichtig sein für die Unternehmen, nicht zu glauben, dass damit alles erledigt ist. Das wird ein langer Prozess sein, der wird nicht an einem Stichtag erledigt sein. Peter Purgathofer ist außerordentlicher Universitätsprofessor am Institut für Visual and Human-Centered Computing an der TU Wien und Leiter des Forschungsbereichs Human-Computer Interaction. Also in den letzten 10, 15 Jahren hat sich ein Businessmodell Überwachung entwickelt, wo wir mit unseren privaten Daten dafür bezahlen sollen, dass wir alle möglichen Dinge angeblich umsonst bekommen. Und ich halte das für zutiefst unethisch und gesellschaftlich schädlich. Und ich hoffe und ein bisschen glaube ich auch, dass die DSGVO dieses Businessmodell Überwachung zum Platzen bringen wird. Beim Datenschutz ist spätestens ab 25. Mai 2018 ein pragmatischer Weg gefragt. Weder sollten Unternehmen gänzlich in ihren Tätigkeiten noch Konsumenten in ihren Rechten eingeschränkt werden. Im Fokus stehen nun verstärkt Transparenz und Kommunikation auf Augenhöhe. Auf jeden Fall eine Chance meiner Meinung nach. Es geht darum, dass wir, wie gesagt, in der Zukunft auch Smart Cities bekommen. Wir kriegen 5G, da wird sich noch viel etablieren. Und der Schritt jetzt sollte uns eigentlich zeigen, dass wir uns besser vernetzen, aber auch besser schützen bzw. Kunden besser schützen können und ihnen die Information, die sie brauchen, gezielter weitergeben können. Convenience natürlich, wenn Daten, die ich irgendwo hinterlasse, dazu dienen würden, mein Leben angenehmer und leichter zu machen, gerne und immer und so fort, weil das bringt mir ja etwas. Grundsätzlich würde ich gerne sagen, Schutz der eigenen Daten ist wichtiger. Ich erlebe es aber an mir selber, sobald es um gewisse Inhalte geht,
dass ich doch recht freizügig auch mit meinen eigenen Daten umgehe. Und ich denke, wenn man weiß, dass die gegebenenfalls missbräuchlich verwendet werden, muss man einfach so mündig sein und gewisse Inhalte für sich dann einfach doch nicht konsumieren, auch wenn sie mir vielleicht personalisiert angeboten werden.